Dann kommen zurück. Formel 1, China, Regen, guten Morgen. Ja, Regenrennen, keine Boxenstopps. Ich sehe beim Regen auch den Vorteil bei Mihawk, weil der hat einen kontrollierenderen Fahrstil. Bei meiner ist ja mehr explosiv, mehr auf Geschwindigkeit anstatt Kontrolle. Aber ich kann nicht meine Spa-Taktik jetzt nutzen. Bin ich gespannt, ob ich damit irgendwie Stimmt. den Wagen halten kann. Wobei, gucken, was wir hinbekommen. Vorsicht, Keldi, du ziehst weit nach hinten! Und direkt gelbe Keldi. Okay, da Leute, bis zum nächsten Part. Haut rein! Ciao! What the fuck, was ist da passiert? Ich glaube, er hat die Karre einfach verloren. Na, ohne Hilfen und so im Regen. Ja, klar. Da brauchst du nur einmal aufs Gas gehen, dann stehst du quer auf der ganzen Startziel. Hui. Jo, Vettel, bist du wahnsinnig. Aber Daniel, du hattest auch gerade einen schönen Quersteher, oder? Ja, ich bin nicht quer gestanden, aber ich bin halt gerutscht. Was mit bei dir passiert, Mjörg? Du bist ja voll im Kampf gerade, ne? Ja. Ich muss mich gegen wahnwitzige... Hui! NPCs. Willkommen zur Schiffsschaukel fahren, ey. Ich hab null Kontrolle gerade, so Mama Mia. Habt ihr mehr Regen-Setups so genommen oder so? Mehr nee, Regen? Ich hab alles genommen. Ja, ich auch. Oh, sauer. Bottas. Alter, ich fahr Schiffsschaukel, ey. Ja, ich auch. Daniel, bei jeder Kurve muss ich echt rutschig hin und her. Vettel kommt näher. Aber ja, du nimmst zum Glück mit ein, hab ich dir noch überzeugt, dass du nochmal dein Aufnahmeprogramm heftest, ne? Ja. Verpiss dich, Vettel! Verpiss dich! Ich sag euch, der Vettel ist so stark oder so, viel stärker als alle anderen KI-Fahrer irgendwie in diesem Modus. Ich weiß nicht wieso. Oh, das war richtig schlecht. Los geht's, Daniel, du schaffst es, I believe in you. Ich musste gerade mein Erst umstellen. Auf hoch. Ich meine, Daniel, ne, dein Ziel war ja, Punkte zu holen. Jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du vorsichtig genug fährst, aufs Podium zu kommen. Oh, in der Kurve, ui! Dann mache ich erstmal 3 Sekunden auf die 2 Vorderleute gut. Ich fahre jetzt erstmal richtig vorsichtig, weil wenn ich unvorsichtig fahre, mache ich Rutscher und dadurch will ich nur noch viel mehr Zeit. Ich fahre ein bisschen gerade auf Fettgemisch. Ich muss ein bisschen Gewicht loswerden. Ja, die Sache ist aber, bei Fett drehen die Reifen dann echt durch. Deswegen manchmal dachte ich mir, im Regen ist Fett echt gefährlich. So. Muss ich sagen. Deswegen gerade fahre ich auch nur auf normal, damit meine Reifen nicht so durchdrehen und so durch das fette Gemisch. Ja, das stimmt schon. Ist halt mein Gefühl. Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber ich kriege immer das Gefühl, wenn ich höher stelle, dann ist mein Wagen unkontrollierbarer. Mal testen. Ja. Nur mal als Kontext für euch, lieben Zuschauer. Bis jetzt war es so, wir hatten halt im ersten Take hatten wir ein Rennen, wo KD am Anfang des Rennens halt Frontflügelschaden hatte, aber bei ihm hat dann der Frontflügel nicht gewechselt. Deswegen hat er dann halt einen Neustart gefordert, der dann zugestimmt. Haben wir uns dann darauf geeinigt, mal normal zu probieren. Dann beim zweiten Rennen war es dann so, dass dann Daniel am Start komplett seinen Frontflügel verloren hat. Dann hat er auch natürlich auch logisch gesagt, wenn Kelly einen kriegt, dann sollte ich auch einen bekommen. Und dann habe ich auch so gesagt, so okay, aber ab jetzt zählt alles und so. Und ja, jetzt hat Kelly leider nochmal kompletten Ausfall gehabt. Weil es wäre echt spannend gewesen, finde ich, weil wir sind alle 4 gut vorne gewesen bei diesem Rennen. Dann hätten wir 4 aus 2 Sichten gute Fahrer-Battles gehabt. Kobra oder so. Zieht mir weg, ey. Scheiße. Und Björn kommt jetzt auch gleich von hinten angevögelt. Ja, Helmjörg, vielleicht wird das erste Haas-Doppelsieg diese Saison. Ich meine, bis jetzt hattest du ja auch 0 Punkte, oder? Was ich mich erinnern kann. Ja. Genau. Deswegen, das witzigerweise ist auch in der Konstrukteurswertung ist, glaube ich, Ferrari ganz vorne. Folgen wie Mercedes, dann kommt der Haas oder so und dann irgendwie sowas. Hab ich auch schon vor einer Weile erst gemacht.
Deswegen, Daniel, ich kann dir auch gerne ein paar Tipps geben, so gesehen. Ich habe in den ersten Runden habe ich auch sehr viel meine Kontrolle verloren, aber dann habe ich mir gedacht, ich setze jetzt lieber den Fokus darauf, kontrolliert zu fahren. Und dadurch, dass du kontrolliert fährst, fährst du schneller, als wenn du schneller fährst. Witzigerweise. Klingt nicht logisch, aber ist so. Weißt du, was ich meine? So, dass ja so ein Modus, dass du halt versuchst, vorsichtiger zu fahren und manchmal versuchst du ja, versuchen, so schnell wie möglich zu fahren. Ja, klar. Und hier bist du schneller, indem du vorsichtiger bist. Ich fahr ja schon vorsichtig. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also, Daniel gegen Mihawk. Björn wird mich auf jeden Fall schlagen. Er ist in meinen Augen schneller gerade aktuell. Wenn Björn nicht halt so nett wäre und halt immer quasi nochmal zurückstecken würde, wäre er schon lange mal vorbei. Naja, ich tue mich auch ein bisschen schwer, also so ist nicht. Aber ja, du bist ja dafür bekannt, dass du recht, dass du weitaus passiver bist als andere. Nicht so aggressiv, wenn es ums Überholen geht. Der Benzinstand sieht super aus, du hast ihn gut im Griff. Lieber den richtigen Moment abwartest, anstatt bei jeder Möglichkeit einen Dive-Bomb probierst. Das ist natürlich auch gut, eine gute Methode, um halt nicht irgendwie Schaden davon zu ziehen oder so. Oh, wow, wow. Einmal von der Ideallinie weg und es rutscht. Ja, weil auf der Ideallinie ist es noch viel mehr Wasser als auf der. Also auf der Ideallinie ist viel weniger Wasser als woanders. Deswegen, aber das ist ironisch, das ist geil, Jeff sagt zu mir so, die Ideallinie ist noch nicht trocken genug, um auf Six zu fahren. Ach, ja, das denkst du, mir Jeff, auch grad, hat er mir auch gerade denkst gesagt. Du, Jeff, dass wir noch nicht auf Six fahren können? Ey, du, meine Güte, das ist echt Surprise. Wetterbericht. Ja, deswegen. Ja, leichter Regen für die nächste Zeit, also der Wetterbericht vor dem Rennen wird sich wahrscheinlich bewahrheiten. Ich glaube nicht, dass wir im Laufe des Rennens noch auf Trockenreifen wechseln werden. Das mit den Bremsen irgendwie klappt hier noch nicht so ganz. Boah, jede Kurve ist ein Drift-Contest bei mir. Besonders diese lange Rechtskurve vor der Gerade hier, die ja auch gerade durchfährt. Ja, ja. Das ist für mich jedes Mal so ein Drift-Konzert hier, Drift-Competition. Frag mich nicht, warum ich das im Kopf hatte. Und ich habe mein ERS aber komplett vergessen. So, schalte ich mal auf niedrig. Wir haben noch 40% erste, kann ich noch ein bisschen drucken. Ich hatte einmal nur 1%. Wow, hui. Na, so, gehst du der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Ja, es ist nicht Tokio Drift, es ist Shanghai Drift. Aber ist nah dran. Wir sind ja hier in Asien sehr mehr die Drifter. Nehmen wir so. Asien sind mehr die Drifter, in den USA ist mehr so Muscle Cars und Drag Rennen und in Europa sind das dann die Grid Autos mit den runden Rennen hier, was wir gerade machen. So. Ich meine, Mirko macht so schlau, er hat ja genug Zeit, er hat noch 9 Runden Zeit oder 10 so gesehen. Ha, hat sich kann darauf warten, dass Daniel einen Fehler macht. Oder halt darauf warten, dass er an der Geraden vorbeizieht oder so, wenn er genug Windschatten bekommt. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ja, jetzt wäre die Möglichkeit. Du jetzt. War schon lange nötig. Oh. Aber, ne? Wie gesagt, Daniel, du hast ja selbst gesagt, Ja, ich sehe dich schon. Aber das kannst du da nicht machen. Du musst mir dann schon Luft lassen. Ah, sorry. Ja, dann möchte man noch nicht mit euch reden. Ich nicht, mich beide nicht ablenken. Ja, mach ruhig. Das ist wieder ein gelöstes Zeug. Das war ein bisschen blöd von mir, geht zu. Aber so gesehen, es ist ja auch so, Daniel, dass du selbst meintest, deine Erwartungen sind ja nur, dass du Punkte holst die Saison. Das heißt, du kannst ja nur von all den Ergebnissen mehr als halt beeindruckt werden, sondern du erfüllst deine Ziele mehr als gut. Ja, eben. Und dann kannst du ja sehr zufrieden sein, egal ob du ein Zweiter oder Dritter wirst. Ja, eben. Cobra macht halt wieder den Hamilton, das war aber eh klar. Oder den Bottas die Saison. Hat er auch mal gemacht. Hat er auch ein paar Mal gemacht schon. Ja, gut. In Australien und in der anderen Strecke da. Ach, okay, verstehe. In der anderen Strecke da.
Na, hab schon vergessen, wo Bottas noch gewonnen hat. Finnland. Da gewinnt er immer. Er hat in Bahrain gewonnen. Nee, da hat Hamilton gewonnen. Da hat Hamilton gewonnen in Bahrain. Australien, was kam da? Australien hat Bottas gewonnen das erste Rennen. Bahrain hat dann Hamilton gewonnen. In China. Baku? Ja, in Baku hat Bottas auch gewonnen. Genau, stimmt. Danke, Leo. So, ich werde jetzt echt noch ein bisschen vorsichtiger fahren, weil ich alleine mein Hinterreifen haben schon 30%. Will ich ein bisschen Reifen schon da mal fahren. Weil ich habe echt mit dem Hinterreifen ein bisschen Tokyo Drift angestellt oder Shanghai Drift in dem Fall. Und im Moment profitiere ich ja ein bisschen noch zeitlich von dem Duell, was da gerade stattfindet. Deswegen, Daniel, hat ja eine spannende Folge gerade im Moment für euch bereit. Wer wird Zweiter werden, wer wird Dritter? Eine spannende Frage. Und theoretisch, wie in Abu Dhabi am Ende von Saison 2, könnte es auch die Frage sein, falls ich noch verkacke, ist ja immer noch möglich, ist es auch ein potenzieller Kampf um Platz 1. Unwahrscheinlich, aber... Sag niemals nie. Ah, 30% habe ich hinten, okay, ich werde wahrscheinlich wechseln müssen. Irgendwann. Nein. Also es wäre sehr dämlich jetzt, also selbst am Ende noch zu wechseln. Wow. Also, du kannst es gerne natürlich machen, aber... Was ist los, Björn? Musst du dann etwas... Oh Gott, bist du weit hinten, bist du nah dran, holy shit. Na schauen, ob der... Ne, Startzielgerade ist ja am Ende deine Kurve, da kommt er kaum vorbei. Das war außerhalb. Ja, ich habe etwas das Heck verloren, da dachte ich mir, bevor ich hart rüberreiße, lass ich ihn austrudeln. Oh Gott, jetzt bin ich die erste Kurve ultra langsam gefahren, bin trotzdem ausgebrochen. Ich hasse diese Kurve einfach, vor allem im Regen. Ja. Mal schauen, ob auch die KI nochmal für euch beide ein Faktor wird, ob die euch da einholt. Wir sind leicht schneller als Vettel. Okay. Alter, wenn schon bei zur Hälfte des Rennens meine Reifen bei fast 40% sind, meine Hinterreifen, dann weiß ich nicht, wie es am Ende werden soll. Das gefällt mir gar nicht. Ah, bin ich aber ähnlich. Aber wechseln kommt eigentlich gar nicht in Frage, da muss man das Risiko eingehen. Ist das ein unangenehmes Rennen, Mann? Ich weiß nicht, ein bisschen an Österreich Saison 2, da war mir auch die ganze Zeit hinter mir im Regen. Da musste ich aber damals noch nicht so sehr auf meine Reifen achten, da hattest du eh Reifen aus Stahl und F1-14. Besonders wenn es die Regenreifen waren, die waren halt aus Stahl und so, da konntest du nichts falsch machen. Also ich fahre jetzt echt Reifen schon, das ist wirklich 100% Reifen schon, siehst du an diesem Ton. Ich hab gedacht, dass dein Grip bald nachlassen wird. Oh, da hat Björn Fehler gemacht. Wir sind die Hälfte des Rennens und ich hab 40%. Eieiei. Oh, 14%, ich soll vielleicht auch mal langsam meinen Ers anpassen. Ich fahre die ganze Zeit auf hoch. Fahrer hinter okay, mir. Okay, Abstand zum Führenden 4,5 Sekunden. Oh Gott. Ah, das ist super high. Na, ja, ich war extrem langsam, deswegen. Okay, meine Bremsplatten sind noch viel zu heiß. Ah, super. Ich glaube, jetzt rutsche ich mega hart. Ich glaube, dieses Rennen hat Mio echt einen Vorteil, weil er von uns allen mit Abstand Reifen schon fährt. Ja. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber er schafft es. Ich kann euch trösten, vorhin sahen meine Reifen nicht viel besser aus, als ihr eure Prozentzahlen genannt habt. Okay. Wobei ich insbesondere am Anbremsen Probleme habe. Ich glaube und hoffe, dass mein Reifen schon der Fahrstil gerade hilft. Boah, ich merke nur die ganze Zeit die Vibration dieser scheiß Kurve hier. Jetzt mal auf die Reifen gucken. Oh, wird nicht besser.
Oh, Achtung, leg dich ein, nicht einlenken, nicht einlenken. Ja. Vorsicht! Ich seh dich. Das ist der beiden. Der Torpedo, ey. Deshalb hab ich ja gesagt, nicht einlenken. Ja. Da ist halt wie so eine Torpedo an mir vorbeigeschossen. Das hab ich auch von hinten gesehen. Alter, hier in dieser Kurve rutsche ich immer aus, egal wie langsam ich fahre. Ich glaube, Björn wird der nächste Torpedo werden. Bitte nicht. Vor allem gegen Cooper wäre das schön. Na, wir sind Teamkollegen, wir respektieren uns. Ihr habt doch bestimmt so eine Rivalität wie damals Hamilton und wie heißt der? Rosberg. Rosberg, genau. Und wie heißt der eine da, der... Der komische Deutsche da. Der dritte deutsche Weltmeister. Ich hab gerade überlegt, ob Leute aus Marokko Marokkaner heißen oder so. Nee, das kommt nicht hin. Doch, Marokkaner heißen. Ja, weil Marokko. Ich hab immer gedacht, weil halt Leute aus Marokko halt auch Marokkaner und so, deswegen. Ja, Leute aus Marokko sind Marokkaner. Oder Marokkiner? Nee, ich meinte Monaco, mein. Monaco sind Monegassen. Ah, Monegassen, stimmt. Ja, ein sehr interessanter Begriff, ne? Monaco, Monegasse, also ne, was für eine Gasse fahren wir da rein hier? Oh ja. Weil ich überlege halt immer, ob Rosberg halt Monegasse oder halt ein Deutscher ist, also. Naja, so gesehen, hat einen finnischen Vater, eine deutsche Mutter, lebt und ist aufgewachsen in Monaco. Also du kannst sie aussuchen, also er hat sie aussuchen, was er da wollte, so gesehen. Ja, in der Formel 1 hat er sich für Deutsch entschieden. Und da zieht er da Björn und da hat er leider nicht lang genug gekurbelt. Oh Gott, Björn, Alter. Ich bin neben dir, du kannst nicht einlenken, wenn ich neben dir bin. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Wir waren genau gleiche Höhe mit dem Vorderreifen. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ah, jetzt ist eh vorbei. Da verliere ich jetzt auch meinen vierten. Meinen dritten. Ciao, Vettel. Schön war's. Ist schön, wie du es auch wieder aufgibst, obwohl nur vier Runden übrig sind. Aber ja, weil Björn, weil Vettel mich jetzt rausdreht, deswegen. Ah, mein Rennen ist gelaufen. Fick dich, Vettel. Hm. Ah, ich werde wahrscheinlich auf irgendwie 6. oder so wahrscheinlich. Oh, das wird mir auch mal überholen. Ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass du fährst jetzt schnell und holst Vettel in den letzten Runden. Aber nein, wir müssen immer vom Schlimmsten ausgehen. Fahrer hinter mir. Nein. Oh. Gras. Alter, Bottas! Oh Gott. Naja, Rennen ist für mich gelaufen. Ja, das ist es dann. Schade. Es ist ein Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Realisten. Ach, Unterschied nee. Zwischen einem Realisten und einem Pessimisten. Auch das. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, fünfter. GG. Rennen gelaufen. Na Mio, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen nass oben, würde ich sagen. Ja, ich auch. Na komm, fett. Wie sehen deine Reifen so aus? Schlechter Moment. Na, ich habe 50% nur bei den Hinterreifen. Das macht's nochmal viel rutschiger, wenn die abgenutzt sind. Okay, und da fährt dann mal die schnellste Runde. Mann, ich war gerade so schlecht! Kotz gleich. Weißt du, mein Ingenieur sagt mir sogar schon, dass meine Reifen nicht gut aussehen. Ah, das sind noch 4 Runden. Ich muss jetzt mit Fett fahren, ich habe keine andere Möglichkeit, um an Bottas noch ranzukommen. Oh, das war nicht gut, da habe ich blöd reingestochen. Sorry, Bottas. Hau ihn weg. Verwarnung, Kollision mit Bottas verursacht. Ups. Ach, hat keiner gesehen. Außer die ganzen Zuschauer. War meine Schuld, Bottas. Die Cup geht auf mich.
Der Zombie. Ah, jetzt irgendwie mit dem Einbremsen hat mir so ganz raus. Ich hab noch eine halbe Runde, Benzin, das heißt, ich kann noch mal ein bisschen Fett fahren. Ist ja gar nicht so schlimm. Ja, wie sehen eure Reifen aus, Jungs? Nicht viel besser als deine. 58, der schlimmste. Okay. Ich kann mir gerade nicht erlauben, nachzugucken. Okay, irgendwie ist einer gecrashed. 65 habe ich. Okay, ah, ich hab 61, 59. Mal gucken, ob einer meiner Reifen noch platzt. Hm, das ist erst so bei 80 bis 90% die Wahrscheinlichkeit. Hat das ein Williams ausgefallen? Williams out of nowhere? Ich glaub's war Sirotkin. Wir haben ja, fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Ist ja noch einen längeren Namen aus. Schalte ja. möglichst bald den Motor runter. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,0 Sekunden. Nein, 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 nein. Oh. Puh. Die ganze reifensparenden Runden haben mir zwar geholfen, meine Reifen zu halten, haben aber dafür gesorgt, dass eine New York jetzt relativ nah mit 3 Sekunden sind schon noch in Abstand, aber macht mich trotzdem nervös, wie gesagt, auf der schnellsten Runde. Ich komme an Vettel nicht mehr ran. Nein, nein, oh. Fast ausgerutscht. Hui. Bottas, du Hure! Du Hure! Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Diese Kurve. Ich raste aus. Na gut, Zuschauer. Das war's dann wohl. Schönen Tag noch. Es wäre sehr nett, wenn du zu Ende fährst, sagen. Ja. Er kann nicht zu Ende fahren. Kann nicht zu Ende fahren. Ja, zu Ende aufnehmen, meine ich halt. Ich hasse dieses Spiel. Ich hab gesagt, mein Rennen ist gelaufen. Ironischerweise haben die Neustadt zum Regenrennen geführt. Ich glaube, das Regenrennen ist nochmal schlimmer. Ja, da ist noch einer an der Wand. Im Red Bull. Ah, Ricardo. Also in einer Runde gefühlt die Hälfte genommen vom Abstand. Das war erstmal eine verlängerte Kurve gefahren hier. Genau, du bist zu weit in gewesen zum Schluss und ich hab's immer ein bisschen weit genommen. Ja, wir beide nochmal zwei Variationen hier gezeigt. Das war jetzt ärgerlich. Naja, machst du nichts. Ja, war definitiv ärgerlich für dich, Daniel. Hätte in einem Podium resultieren können. Nee, nee, ich kann mit Vettel nicht mehr ran. Ja, bevor das mit New York passiert ist. Ja. Nochmal gelb, steht schon wieder einer. Ja, nee, der Red Bull steht da immer noch, deswegen. Der wurde noch nicht abgeschleppt. Alter, was für ein Speed hast du noch mit diesen abgenutzten Reifen, ey? Ich fass es nicht. Weißt doch, je länger das Rennen wird, desto besser werde ich. Ja, ey, das hasse ich. Das war schon eine Saison 2 immer mein größter Albtraum, immer den New York hinten ankommen zu sehen. Komm schon, Björn, gib Gas! Do it!
War klar, dass Daniel natürlich gegen mich ist. Wie immer. Oh, da setzt dran. Oh, mein Reif hat auch gut Prozent. Ah, das könnte noch eng werden. Nicht wirklich. Oh, ist einfach kackt die Kurve. So ungefähr. So zum Beispiel. Wie geil war das denn jetzt? Vom Timing. Na, no, das wird jetzt eng, Björn. Kommt, er saugt sich ran und er nimmt ihm den Platz weg. Ja, war noch in Ordnung. Das war schon sehr grenzwürdig. Da kann man auch mal, hätte man noch mal angucken müssen, das war schon... Nee. Ah, okay. Schade. Oh mein Gott! Yes, Alter, boah! Da ging mir die Pumpe, ne? Ich kann steht ja immer noch da. Oh, und ich sag erstmal, boah, Alter. Georg, du bist so ein Teufelskerl, ohne Spaß. Das ist nur falsch mit dir. Weiß nicht. Oh. Weißt du, man erwartet, dass bei abgenutzten Reifen, dass man aber langsamer wird und der Typ wird gefühlt mit jeder einzelnen Runde nochmal doppelt so schnell. Also jetzt ab Hälfte der letzten Runde hatte mein linker Vorderreifen 71. Oh. Ja, ich glaube, du hast nochmal echt nochmal alles gegeben, ne? Du hast nochmal richtig Speed-Modus gemacht und auf deinen Reifen. Ich hatte noch ordentlich ERS zum Schluss, ja. Ich habe ihn dann auf Hoch- und Überholen nicht selten gefahren. Mama mia, ey, boah. Ich glaube, das war eine der spannendsten Rennen in unserer Formel 1-Karriere hier. Naja, machst du nix, ne? Aber hey! I did it! Erster Sieg in China aller Zeiten für mich. Ich bin happy. Zwei andere Fahrer sind gar nicht sehr happy. Das stimmt. Aber man sieht es in den letzten Runden sehr deutlich. Du hattest recht konstant eine 51er. Ich hau zweimal eine 49 rein. Ja, der hat zwei Sekunden einmal gegönnt. Ja, 49 hoch, also es war mehr eine. Ja, okay. Ja. Auch bitter für Daniel, der kurz vor Schluss ausgefallen ist komplett. Ja, weil Bottas so normal mit trockenem Setup fährt und man damit halt unter Strecke dann weggehauen. Ja, aber hey. Machst du nix. Bis dann. Ja. Ciao.